ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sport Fischasa. Heute bin ich mit dem lieben Thomas hier in Schwalbach. Der Thomas ist kein Sport Fischasa-Mitglied, ist dennoch ein guter Freund, mit dem man gerne angeln geht. Und wir machen heute mal den Schwalbacher Weiher unsicher und holen hier mal heute ein paar Forellen raus. Ob es was wird, ob es geil wird, ob wir uns aufregen, ob der Christian wieder Mist baut, seid gespannt. Es kommt gleich. Da. Video mal. Ja. Jetzt. Ja. Ah, ein Forellchen. Ein Forellchen. Die ist gut getrillt. Die ist gut getrillt. Die will nicht. Zack. Jawohl. Jawohl. Number one. Schön. Tja. Und Thomas? Ja? Wie läuft's? Hä? Wie läuft's? Mal beschissen. Aber nicht hoffnungslos. Nee. Der Tag ist noch jung. Ja. Junger da, da kann man noch viel machen. Ziehen wir noch ein paar raus. Wenn sie wollen oder nicht, die kommen raus. Ja. Ein Mini-Arsch. Ein Mini-Mini. Ja. Wuhu, geil. Das soll natürlich schon ein Teilruf drin, ne? Hier hat auch Bock. Ja. Manche wehren sich halt. Ja, die Fischsuppe ist gerettet. Geil. Achso, brauche ich Hilfe. Moment. Boah, das ist natürlich. Jetzt müssen wir aber rennen. Was man nicht alles für Content-Video macht, ne? Nachher gucke ich, was mir alles aus dem Sack rausgefallen ist. Eine Runde um den Sportplatz. Hast du jetzt raus? Ach, Alter. Petri, mein Guter. Wie hast du die gefangen? Hä? Spirulino? Nee. Sagen wir doch, normale Pose. Normale Pose und mit dem grünen Flake Bait. Brauchst du ein Messer? Ja, so schnell geht's, ne? Ihr wisst, eigentlich bräuchten wir jemanden, der nur mitgeht und filmt, damit solche Momente einfach auf der Kamera sind. Manchmal habe ich Glück und habe die Kamera schon an. Und die wartet nur drauf, dass ich dann Play drücke. Dann geht das noch, wenn ich sehe, dass der Schwimmer untergeht. Und dann drücke ich Play und hoffe, dass ich nicht so lange gewartet habe und hau dann an. Aber okay, ja. Das ist auf jeden Fall geil. Dann gehen wir doch mal weiter. Oh. Leute, ihr kennt es. Mit links. Ja, ist echt zäh heute, ne? Ist echt zäh. Gell, Thomas? Ist zäh, ne? Sehr zäh. Oh, aber es geht schon. Ja, noch eine oder zwei rausholen, oder? Was sagt ihr? Hey.
War nass, kalt, scheiße, Rotze. Egal, wir haben es hinkert, den Feierchen gemacht, Birke gefunden. Mit Birke geht alles. Ja, Leute, es ist ein bescheidenes Wetter. Deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, weil ich habe hier einen Schlüssel. Die Hölle. Haben wir uns gedacht, wir machen mal ein bisschen Feuer, ja, damit wir die Finger mal nochmal bewegen können. Und Grillwürstchen. Mal gucken, ob wir bald für heute Feierabend machen oder ob ein bisschen was geht. Nix, das ziehen wir durch. Jawohl, mein Guter, komm her, ich helfe dir. Jawohl, Inge. Oh, ja. Warte. Ja, wir haben ja Zeit, los. Ne? Jetzt. Bamerang. Ding dong, Bamerang. Ding ding dong, Bamerang. Machen wir da oben hin. Pirti, mein Guter. Ach, wer kennt's? Wer kennt's? Wer kennt die Gläser? Normalerweise ist es rot, aber der gute Thomas. Moin, moin. Schöner Weißer. PlayStation. Bei dem nassen Wetter. Herrlich, ne? Super gut. Glühwein kann man immer haben. So, Leute. Nochmal mit links das Ganze. Und zack. Wo ist er? Ja. Oh, die habe ich zu schnell rangeballert. Die ist noch nicht müde. Ja, nicht um das Kraut. So. Jawohl. Ja, wart. Hol das Stöckchen. Oh. Die wehrt sich aber. Scheiß Pisswetter da jetzt. Du kannst ja die Stangen länger machen, ne? So, meine Lieben, es ist ein wunderschöner Tag zu Ende gegangen. Ich schicke gleich noch das Bild rein von den ganzen gefangenen Forellen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei dem Video. Liked bitte, kommentiert etwas, ganz egal was. Und abonniert bitte den Kanal, teilt bitte mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, dass wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Reichweite generieren können. Und in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und dann schon bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe mir gedacht, was soll ich immer im Bild reinschicken? Ich zeige es euch hier mal live. Hier seht ihr meine Hand, die Größe von meiner Hand. Also ich habe eine sehr, sehr kleine Hand. Dennoch, 30 cm Forellen ist okay. Ja. Für 8 Stunden kann man nichts sagen.